Torgau rückte 1945 in den Brennpunkt des Weltgeschehens, als hier die Rote Armee mit den amerikanischen Truppen zusammentraf. Das Rathaus von Torgau entstand im 16. Jahrhundert, zu einer Zeit, da die Stadt als kurfürstliche Residenz aufblühte. Die Herren, die heute in dem Gebäude residieren, ließen die Renaissance-Fassade kalkweiß übertünchen. Nur der Erker blieb unverändert erhalten. Vor dem Rathaus erstreckt sich der weite Marktplatz. Torgau entwickelte sich einst von einem slawischen Marktflecken zu einem wichtigen Handelsplatz der Kolonisation. Unser Jahrhundert gab der Stadt erneut wirtschaftliche Bedeutung. Große Glashütten und Maschinenfabriken wuchsen hier empor. Noch heute ist Torgau der größte Glasexporteur der Zone. Verborgen hinter den breiten Geschäftsstraßen liegt das winklige Viertel der Altstadt. Es berichtet von den unseligen Jahren, als Torgau nach dem Willen Napoleons in Festungsmauern eingezwängt war. Dieses Haus war die zweite Heimat Martin Luthers. Hier verfasste er die bekannten Torgauer Artikel. Katharina von Bora verbrachte in den Räumen die letzten Jahre ihres Lebens. In der Stadtkirche St. Marien fand die Lebensgefährtin des Reformators ihre letzte Ruhe. Hier wirkte Johann Walter, der Herausgeber des ersten evangelischen Gesangbuches. Die Lieder und Choräle des neuen Glaubens klangen von dieser Kirche aus in alle Lande. Die Silhouette von Schloss Hartenfels beherrscht das Stadtbild von Torgau. Torgowi, eine mächtige Grenzburg gegen die Slawen, erhob sich in vergangenen Tagen über der Elbe. Mit den Wettinern zog im 15. Jahrhundert Fürstenherrlichkeit in die düsteren Mauern der alten Burg, die fortan Sitz der sächsischen Kurfürsten war. Ihr Wappen ziert noch heute das Eingangsportal. Welch kaiserliche Burg, soll Karl V. ausgerufen haben, als er nach seinem Sieg bei Mühlberg in den Schlosshof einritt. Meisterwerke der Baukunst schmücken den Innenhof. Die Steinmetzarbeiten am schönen Erker erwecken noch immer uneingeschränkte Bewunderung. Viel besuchter Mittelpunkt des Schlosses ist der große Wendelstein. Konrad Krebs war der Schöpfer dieses Treppenhauses. Fast freischwebend steigt die Treppe schwerelos empor. Ein Bild des genialen Baumeisters mit der Jahreszahl 1536 bildet den Schlussstein. Heute beherbergt der Elbflügel von Hartenfels ein Museum. In die übrigen Räume zogen die Behörden der Zonenregierung ein. Das Bärenfreigehege im Schlossgraben ist eine letzte Erinnerung an die beliebte Bärenhatz der sächsischen Kurfürsten. Ein Denkmal der jüngsten Vergangenheit steht auf dem Platz der Begegnung. Kyrillische Buchstaben verkünden, hier an der Elbe verband sich am 25. April des Jahres 1945 die Truppe der 1. ukrainischen Front der Roten Armee mit den amerikanischen Truppen. Der Elbestrom bringt uns Grüße aus Torgau, aus einer deutschen Stadt, die für uns seit 15 Jahren hinter Stacheldraht liegt.